oder soll ich lieber sagen, es ist endlich Twilight Season. Und damit du dich so richtig als Main Character fühlen kannst, stellen wir dir die Top 3 Aktivitäten vor, die du in dieser Twilight Season in Deutschland machen kannst. Museen. Als introvertierte und gebildete Maus sind Museen das Beste für dich. Du kannst entspannt und in deinem eigenen Tempo durch die Museen schlendern und dich von Kunstwerken und Naturwissenschaften inspirieren lassen. Vergiss aber nicht dein kariertes Hemd und deinen Rucksack. Die schönsten Museen liegen in München. Hier befindet sich das Deutsche Museum und die Pinakotheken. In Berlin mit dem Pergamonmuseum. In Bonn mit dem Haus der deutschen Geschichte. Und in Dresden mit der Gemäldegalerie Alte Meister. In München zahlst du 12 bis 15 Euro für die Museen. In Berlin regulär 14 Euro. In Bonn ist der Eintritt frei. Und in Dresden regulär 14 Euro. Deutsche Wälder. Was ist Twilight ohne passende Atmosphäre? Wie Bella und Edward flitzt ihr durch den Pfälzerwald, der sich in Rheinland-Pfalz befindet, und genießt dabei die neblige Atmosphäre. Aber halt! Da ist noch viel mehr zu sehen. Im Pfälzerwald kannst du nicht nur deinen eigenen Film schieben, sondern auch den japanischen Garten besuchen. Der ist super schön. Oder die Burgruine Hardenburg und das Frankenstein-Castle. Mal- und Töpferwerkstatt. Wenn du einen freien Kopf bekommen willst und dir Entscheidungen schwerfallen, ist dieser Tipp perfekt für dich. In Mal- und Töpferwerkstätten boostest du dein Selbstbewusstsein und hast zwischen Farben und Handwerk deinen Spaß. Die bestbewertetsten Werkstätten gibt es in Augsburg mit dem Porzellanikum, in Köln mit dem Pottery Art Café, in dem Atelier für Keramik in München und noch viele weitere. Mit diesen 3 Tipps erlebst du den Herbstanfang auf deine Art und Weise neu.